Und das Restliche reicht sogar noch für den Drachen. Wir haben jetzt noch 17 Millionen. Ich muss halt jetzt warten, bis die Zeit ein bisschen abläuft. Wir können ja leider nichts mehr verbessern. Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Let's Play Folge. Diesmal wieder auf den Masterpiece-Kanal. Und ihr seht selber, es hat sich ein verdammt großer Fortschritt hier getan. Nämlich, wir haben die Mauern. Ja, ich würde nicht sagen, fast mehr extra, aber wir sind schon fast durch mit den 100 Mauern. Wie viel haben wir noch? Vier Mauern. Und diese vier Mauern habe ich mir extra speziell aufgehoben, weil ich ja heute diesen gigantischen Battle Pass bekomme, damit wir. Okay, hier sind noch diese Aufgaben drin, die habe ich jetzt nicht mal gemacht. Diese Boden- und Hexenaufgaben, mal für Trainingstränke. Ja, vor allem will ich jetzt Dunkle sparen, da ich ja nur den Royal Champion hochziehen will. Der ballert durch auf Level 8 schon. Den Warden konnte ich auch noch vor 2 Tagen starten und der König geht auf Level 70. Okay, es gibt wieder Bücher, beziehungsweise gibt's diese Clan-Geschenke sind wieder hier ready. Wir können ja leider nichts einsammeln, denn ich sag's mal so. Wir haben volles Gold. Das Problem ist jetzt an der Geschichte, was machen wir jetzt als erstes? Wir haben leider keine Bücher mehr wahrscheinlich. Warte mal, was hat denn hier 12 Millionen gekostet? Ach, das Rathaus kostet so viel. 2 Tagen wird wieder was fertig. Was wird man eigentlich starten können? Wir haben noch ein Heldenbuch. Ich würde mal sagen, es macht eigentlich Sinn. Eigentlich bin ich ja nicht für das Gem, aber komm, dass der Royal Gem jetzt mal fertig geht, einfach mal. Wir würden ein Hammer. Sag mal so, gibt es einen Battle Pass? Sieht man im Free Battle Pass auch schon früh ein Buch der Helden? Nee, leider nicht. Leider gibt es diesmal echt kein Buch. Also, das ist ein bisschen ein Problem mit den Büchern hier irgendwie. Da kannst du einen ganzen Tag warten. Ja, okay, sagen wir mal so, die Urzeitkönigin finde ich jetzt nicht so nice. Vor allem, es bringt mir jetzt nicht sehr, sehr viel, da ich ja fast nur alle Mauern jetzt maxed habe und ich kann jetzt sowieso eigentlich so gut wie die Rune nicht mehr einsetzen, das Dunklen. Ich habe sie ja immer noch, ich habe die andere erstmal gerade noch verballern müssen und ja, würde jetzt nichts bringen. Ich würde jetzt sagen, es macht ein bisschen Sinn, wenn ich hier den Boost reinhaue, den Forschungsboost, dass das billiger wird, beziehungsweise es schneller fertig wird. Vielleicht werde ich dann den Drachen, wenn der Boss mir so 200 Gems kostet, fertig machen. Gut, 1,5 Tage werken, ja, also 200 bis 250. Dann würde ich vielleicht noch den Drachen hinterher ballern, weil wir genug Elixier haben. Dann haben wir bloß mit 10 Millionen, das ist dann eigentlich noch verkraftbar. Und ansonsten, ach, wir haben jetzt zwei Bauarbeiter fertig, stimmt. Ich würde sagen, wir starten gleich wieder den Royal Champ hier auf ein neues Level. Wir haben jetzt leider kein Heldenbuch hier. Das ist ein bisschen problematisch, weil ich bringe jetzt einfach das Dunkle jetzt nicht weg, Leute. Oh Mann, eigentlich bin ich echt strikt dagegen gegen das. Oh, okay, Jamie, was haben wir da hier eigentlich? Verteidigungsflock? Okay, wir wurden fast getrippelt wieder. Mit Bats. Okay. Ja, weil ich halt zwei. Habe ich nicht zwei Single-Infernos hier? Ich habe zwei. Ein Single, zwei Multis. Aber ich sag's mal so: Diese Packer-Bowler-Taktik ist eigentlich OP. Vor allem der Royal Champ ist ja auf 5 schon so stark. Jetzt, wenn der erst noch höher geht, dann ist er der noch überpowerter. Eigentlich bin ich ja kein Freund von Gem, echt wahr. Aber sagen wir mal so, wir lassen es diesmal eine Ausnahme sein. Halt, stopp! Hier müssen wir echt mal wieder ein bisschen Gems dann sparen. Jetzt ist die auf 9 fertig. Und jetzt können wir ihn gleich nochmal starten auf Level 10. Da bekommen wir den neuen Fähigkeitslevel-Booster zu 300 Leben mehr und 200 Schaden Auffüllung. Werden eigentlich die Ziele auch erhöht? Nee, die sind immer noch auf 4. Also die werden wahrscheinlich ab einem gewissen Level erst erhöht. Ich glaube, 5 Ziele sind das Maximum, wo der Royal Champ anvisieren kann. Ich weiß, dass wir noch einen Hammer haben. Komm, was soll der Geiz? Verwenden wir einmal den Hammer gleich. So, jetzt ist er auf Level 11, beziehungsweise auf Level 10. Dann ballen wir das nochmal durch. Dann läuft er auf Level 11 schon durch. Jetzt ist das Dunkle auch endlich wieder weg. Und dann haben wir schon mal den ersten Schritt getan. Also heute ist das eine echt intensive Folge fürs Gem. Nice. So, was wir natürlich als nächstes starten werden, beziehungsweise habe ich ja schon gesagt, was ist denn am teuersten von den ganzen Gebäuden? Es macht halt Sinn, dass ich jetzt das durchballe. Entfernung kostet 17 Millionen. Da haben wir noch 10 Millionen Dom. Vielleicht brauche ich ja den Elektro-Drachen nicht fertig, Gem. Lass mir das einfach so sein, wie es ist.
Da haben wir noch 10 Millionen übrig. In 4 Tagen wird das Goldlager erst fertig. Und dann machen wir einfach was Teures wie einen Inferno-Turm. Dann würde ich sagen, wir machen einfach eine Goldmauer. So, da bleibt nicht mehr viel übrig. Und dann machen wir einfach nur die restlichen Mauern mit Elixier fertig. Ne? Das ist das Weiße soweit weg. Und das Restliche reicht sogar noch für den Drachen. Wir haben jetzt noch 17 Millionen. Ich muss halt jetzt warten, bis die Zeit ein bisschen abläuft. Wir können leider nichts mehr verbessern. Alle Mauern sind jetzt vorerst fertig, beziehungsweise hier upgegradet. Wir können unsere Progress Base wieder hier tun. So, natürlich wieder das rüber. Wie gesagt, ich finde das halt immer so geil, wenn man das ein bisschen sortiert. Also muss ich jetzt sagen, also der Battle Pass hat sich ja diesmal echt gelohnt für mich. Also mehr Mauern wie dieses Mal farmen ging ja wahrscheinlich gar nicht. Aber okay, das ist ja auch so eine Sache, man sollte, wenn man schon Geld ausgibt, sollte er sich schon lohnen, weil ich glaube 1,2 Millionen konnte man sich für diese Mauer sparen. Und da macht es schon Sinn. So. Wir können jetzt speichern und dann aktivieren wir die Base mal kurz. Haben wir ein bisschen Übersicht. Also der König wird Max, das Labor läuft jetzt durch. Das will ich zwar, das muss ich wahrscheinlich auch noch 40 Gems, wenn es nur noch 200 Gems kostet, ich hoffe es. Können wir uns eigentlich so können wir auch Forschungstränke kaufen? Wenn nicht, muss ich halt da ein paar kaufen. Was haben wir da hier eigentlich noch? Runen? Bauarbeiter. Buch des Bauens. Oder ein Buch des Bauens wäre auch interessant, Leute, oder? Wenn wir jetzt 32 Millionen haben und ziehen dann einfach mal lockerig 17 Millionen, haben wir 30, 20, haben wir 17 Millionen noch übrig. Das würde fast gehen. Also das wäre fast okay, dann könnten wir ja zwei Inferno-Türme machen. Komm, das eine Buch gönnen wir uns, weil dann ist das Gold auch weg. Machen wir mal einen kurzen Cut und snacken uns das Buch. So Leute, jetzt sind wir wieder zurück und zwar habe ich jetzt das folgende Angebot gehabt. Ich hätte ja was Falsches gekauft, nämlich ich habe das Universalbuch gekauft. Dann können wir soweit alles fertig machen. Das wäre vielleicht jetzt auch für den Royal Champ besser gewesen, aber okay. Dann ist es halt dieses Mal also so. Das ist jetzt so verblödelt. Wie soll ich sagen? Benutzt wurde. Also ich würde mal sagen, wir machen das Truppenverbesserungsbuch, auch wenn wir einen Boost haben, machen gleich den Drachen hinterher, dann ist das Elixier weg. Jetzt fehlt uns eigentlich nur noch der Mauerbrecher. Der Mauerbrecher fehlt uns noch und die Belagerungskaserne. Ja gut, der Boost kühlt sich auf den Drachen noch, das ist eigentlich soweit okay. Da sind da 30 Stunden weniger droben. Das sind halt 1,5 Tage weniger gleich, was wir uns sparen. Und dann brauchen wir eigentlich bloß mal die Belagerungskaserne abzugraden nach dem Mauerbrech. Und dann ist das Labor eigentlich wieder soweit ready. Und beziehungsweise maxed out. Ist natürlich auch cool, wenn es maxed ist. Man tut sich ein kleines bisschen leichter. Wir sind also mit dem Elixier, was wir jetzt erfahren, das ist unser bloß mehr für den Warden gedacht und das bisschen für das Labor. Also, ich würde sagen, wir machen einfach, fackeln nicht lange rum, wir machen 3, 2, 1. Bam! Den Inferno-Turm auf maxed. Jetzt haben wir noch 15 Millionen. Den tun wir gleich rüber. Instant finishen. Was können wir eigentlich... Okay, wir können das nicht drüber hinaus wieder spielen. Die Kanone kostet 14 Millionen. Ach, das kostet 15? Und 14 haben wir... Ey, das ist aber jetzt ein Fail, oder? Nein, Leute. Das ist ja shit. Wir haben 15 Millionen. Wir können ja nichts anderes upgraden fast. Das Rathaus können wir machen. Ja, komm, dann machen wir das Rathaus für 12 Millionen. Okay, ist das auch okay soweit. Dann ist das Gold wieder weg. Weil das Rathaus müssen wir eh upgraden, weil ich will jetzt ungern die Kanone schon machen. Klar, wäre das schon gegangen, aber... Oder ein Goldlager abzugraden. Also, beziehungsweise ein Elixierlager. Das geht ja auch mit Gold. Aber wir machen doch einen richtig großen Fisch, dass das alles schön weg ist. Und dann geht's ab. So, jetzt ist wieder alles leer. Die Klammburg ist endlich auf Max, beziehungsweise auf neue Stufe. Wir sammeln hier die Sache wieder ein. Und wir können wieder fröhlich weiterfahren. Ich würde sagen, wir schnacken hier nicht lange rum und suchen uns gleich den Farmangriff raus. 3, 2, 1, go! So Leute, ich würde sagen, wir nehmen den 12er hier mit. Der hat 500.000 Gold knapp, 590.000 Elixier und 5.800 Dunkles. Dunkles bin ich ja auf der Jagd wie ein Hecht. Wir haben hier ein Bodenexbogen, Adler ist schön weit oben. Ich würde sagen, wir gehen von unten rein, springen, lassen die Queen am hier reinjumpen. Dann ist das eigentlich soweit okay. Hier zwei Lakaien, hier erstmal den Coconut Loon, hier stellen wir uns den Baby hin, dass die Queen uns ja richtig läuft. Zack, nochmal Coconut Loon. Die wird jetzt zwar wieder ein bisschen zurückgehen, beziehungsweise wird sie zurückgezogen, Heiler hinterher. Nein, oder?
Diese, ich hasse ja diese Momente einfach. Queen geht rechts rum. Ja, braves Mädchen. Wir schmeißen jetzt einen aggressiven Rage rein, dass die Heiler hier nachgezogen werden. Und jetzt müsste es passen, wenn die... Ja, die Queen steht noch perfekt drin. Dann ragen wir nochmal die Booty durch. Ich halte einen Freeze bereit, weil jetzt wird es natürlich ganz schön damage-intensiv. Ja, dann holt er die Kanone raus, das ist auch okay soweit. Ich muss bloß auch schauen, wenn die jetzt das Rathaus geht, wir können die Kanone hier aus noch wegsnipen. Wir haben jetzt schon zwei Luftabwehren weg, wir können hier schon mal funneln. Kommt ihr ans Rathaus ran? Single Inferno. Wir rage nochmal die Bude durch. Vielleicht kriegt sie den Adler und das Rathaus nochmal raus. Das wäre natürlich ein Red Shit. Freezen. So. Wir starten mit der Funnelerei. Baby Drache hier hin. Drachen hinterher. Ich habe natürlich jetzt keinen Wurm, deswegen habe ich die Drachen hier benutzt. So, und los geht's. Der Adler ist jetzt zu weit weg. Die Queen holt hier unten, beziehungsweise hier oben das. Wir freezeln mal kurz die Sachen durch, dass der Slammer hier mehr lang überlebt. Und ragen die Bude hier. Und jetzt alles, wenn es geht, schön die Mitte drücken. Dann wird das eigentlich soweit passen. Wir müssen hier schon gleich, beziehungsweise können wir mit dem Bogi schon mal aufräumen, dass wir hier uns die Prozente snacken. Die Drachen müssten theoretisch das Rathaus holen. Auch wenn wir jetzt keinen Rage haben, es wird zwar echt knapp, dass wir das schaffen. Okay, sie haben es doch nicht geholt. Wir haben auch noch die Queen-Fähigkeit, das können wir noch gut nutzen. Oh, hol mir den Bohrer. Alle, dann holen sie doch nicht das Rathaus. Vielleicht wird es noch was, Leute. Vielleicht wird es noch was. Sie geht jetzt zum Rathaus. Wenn sie es. Ja, vielleicht holt sie es noch mit Glück. Es ist eine 70er Queen, hey, die holt es noch. Komm, komm, komm. Buddy, ich... Oh! Das war ein Fail. Ja, okay, uns ist der Zauberleiter ausgegangen, aber sagen wir mal so ohne Worten und dass dir ein bisschen Backup fehlt, ist es eigentlich okay. Auch wenn es jetzt eigentlich ein schlechter Angriff ist. Aber wir haben eine Loot bekommen, das ist mir eigentlich wichtig gewesen und mir zählt auch nicht. Ihr seht selber, ich habe nicht hier immer ein Triple geholt, manchmal ist ein Triple dabei, aber mir war halt oft der Loot wichtig und ansonsten klappt es eigentlich auch. Genau, wieso kann man das nicht machen, dass man mehr Bücher stoppen kann? Ich sag mal so, nicht 5 Trainingstränke, aber, oder Runen, ich sag mal so, Runen könnte man auf eine belassen, ist das schon, weil die ja extremst überpowered sind. Oder man sagt da wenigstens 3. 3 Runen jeweils und 3, wie soll ich sagen, 3 Buch der Helden wäre doch auch richtig klar. Es ist super so ein Unternehmen, das gebe ich oft zu, aber wäre halt ein bisschen besser, würde ich meines Erachtens sagen. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wir sehen uns nächstes Mal. Ciao, ciao, Leute.